Ja, servus, grüß Gott, willkommen zurück im LS19 auf der Ellebach. Dienstag Morge, gute Morge, schon wieder gut geschlafen. Jo, Federstedt ist gerade in die Halle geparkt worden, jetzt schnappt er uns den Düngerstreuer. Er steht da, genau da, wo ich hingehe. Ich denke mal, Moment, müsste ja gedüngt werden, ja? Das hat nämlich so hell ausgesehen. Komm, speicher ab, schneller, geht heute noch. Genau, da haben wir Hafer reingerotzt, reingeschmissen, gepflanzt ist er, noch kein einziges Mal gedüngt, Unverschämtheit. Dann tun wir dieses nun. Ja, ich werde den jetzt düngen und werde dann, glaube ich, die Zeit generell mindestens auf 15 laufen lassen, dass wir schneller über den Winter kommen. Natürlich immer ein Auge auf die Tiere, ist ganz klar. Hier übrigens vielen Dank für die Info. Ich habe ja mal gefragt, ob man die Wiesen kalken muss. Im echten Leben auch, ja. Und es wurde von einem netten Zuschauer geschrieben, ja, kann man machen, aber nicht so oft. Und man kann es auch lassen. Ja? Also ich habe es gemacht, mal gucken, was es bringt. So. Und das sind hier die seltene im Zaun festen Kühe. Ja? Hat nicht jeder. Ich hätte auch lieber die Sorte im Zaun nicht festhängen. Kühe. So, das ist noch die Linie von gestern. Ich habe euch schon gesagt, das wird direkt danach aufgenommen. Deswegen, ich labe als mal was, von wegen schreibt es in die Kommentare und dann nehme ich direkt danach auf und dann kann ich natürlich in der nächsten Folge noch nicht drauf reagieren, aber vielleicht in der übernächsten. Deswegen auch eben gerade die Info wegen dem Kalken. Ich weiß gar nicht, wann ich das gefragt hatte. Aber ich finde es immer wieder prima und bin da sehr dankbar für. Wenn ich da Tipps kriege und Informationen, wie was wo funktioniert. Oder was man vielleicht auch besser machen kann. Ja, der Olaf 83 hat auch geschrieben, ich soll da vielleicht auf der Geiselsberg mal ein, zwei Produktionen platzieren. Da ist ja Global Company, ist ja da verfügbar. Hier auf der Ellebach weiß ich es noch nicht, weil ich jetzt, ja, wie schon öfter gesagt, direkt weiter aufgenommen habe. So, ich würde gerne mal GPS verändern. Wie war das jetzt nochmal so, ne? Genau. 24. Normalerweise müsste A und B noch passen. Mal gucken mal. So ist es. Wir verschieben das nur ein bisschen. Hallo? Steuerung gilt klar. Ne, Altbild war es. An der Strom. Genau, A und B passt noch. Die Richtung. Wir müssen jetzt nur gucken, dass wir mit Bild auf oder ab die, ja, die Linien etwas verschieben. Aber alles cool. Kann man es weiter reinsetzen, dass wir nicht so lange dauern, wie es pflanzen, wie es einsehen. Logisch. Wird angenommen, ich liebe es. So, auf geht's. Poke it with a stick. Und das hier, das so, wir haben jetzt. Worin ist jetzt die Zeit umgestellt worden, ne? Die Uhr ist umgestellt worden. Achtung, das kommt ein eiskalter Witz. Ich habe meine Uhr von der Küche in ins Wohnzimmer gestellt. Umgestellt, das ist ein so dummer Witz machen. Das heißt, am Sonntag hatten wir alle mehr Zeit zum LS gucken, beziehungsweise in meinem Fall zum LS aufnehmen. Das ist natürlich sehr, sehr, sehr gut. Und ich konnte nebenbei noch am Sonntag meine Winterreifen aufziehen. Auf mein Auto schon. Das ist auch sehr, sehr gut. Also langsam, egal wie es ist, langsam wird es Zeit. Also nicht, dass es Winter wird, sondern so langsam wird es Zeit, dass die Winterreifen draufkommen. Weil jetzt morgens ist es schon noch nicht mehr ganz so warm. Für die dicken Sommerschlupfe. Komm, ich drücke mal gleich auf 15 Vorlauf. Weil, außer uns um die Tiere zu kümmern, haben wir im Winter, glaube ich, nicht ganz so viel zu tun. Ich hoffe, dass nicht so viel schneit. Geomod Deutschland ist ja hier drauf. Dürfte eigentlich kein Schnee liegen. Also zumindest hier in der Region bei uns. Da ist es mit Schnee recht dünn.
ja, Teilbreitenschaltung, klar, beim Steuer geht es nicht. Aber das war im 17er genial. Pflanzenschutz oder dann bist du auf Flüssigdünger umgestiegen, weil die Spritze konntest du tatsächlich einstellen, automatisch. Ja, dann wusste, wo war ich schon. Und dann muss ich nichts mehr machen. Das war echt klasse gemacht. Ey. Das hat mir gefallen, der Mod. Ich weiß jetzt gar nicht, was es hier gibt. Ich habe es noch nicht gesehen. Bei diesem Baum. Hieß das Proceed? Ich weiß es gar nicht mehr. Oder war das was ein anderer Mod? Die 170 zumindest auch einmal eingedüngt. Da werden wir wahrscheinlich nächstes Jahr im Frühjahr nochmal drüber schmeißen. Weil erntereif ist es dann, keine Ahnung, vielleicht im Sommer nächstes Jahr. Ja. Achso, und für die manche haben geschrieben, da wäre mal der Traktor zu laut oder die Stimme zu leise oder alles drei. Ich habe tatsächlich, ich verändere nichts. Ja. Ich hoffe, dass ich halbwegs verständlich bin, also von der Lautstärke. Dialekt weiß ich jetzt nicht, ob alles mit mir verstanden wird. Aber jo, ist jetzt keine Absicht, dass ich hier undeutlich oder leise bin. Natürlich finde ich es interessanter, wenn ich das Motorgeräusch von der Maschine höre, wie das blöde Glabe, aber na. So, wie war das jetzt? Machen wir hier mal aus. Die Linien brauchen wir nicht mehr. Dann geht's zurück zum Hof, es geht zurück zum Hof. Macht mich ein bisschen ärgerlich, dass wir jetzt keine Silagebahn oder sowas mehr haben, weil ich würde gerne die BGA wohl vollhauen bis zum Abwinkel. Also wie ich das gesehen habe, ist der Preis ständig gleich und das ist cool. Hier geht es nur zu dem anderen Hof rein, gell? Ja. Was er zukaufen sollte. Weil ich sehe gerade, Moment, wir fahren gerade mal in den Hof da rein. Da sind irgendwelche Silos, habe ich gesehen, die haben wir ja bei uns im Hof nicht mehr. Dass man vielleicht den noch dazu kauft. Weil da ist ja gegenüber von unserem Hof, ne? Hier geht's rein, ja, hier geht's auch rein. Der ist verlassen, schlagartig verlassen, die ist irgendwie ausgewandert. Ne, hier ist nichts. Hier kann ich nicht reinfahren. Tischkreissäge, sehr schön, steht überall rum. Hat jemand eine Idee? Ich hätte ja gerne auf der natürlichen Marschall für die X-Klasse. Ich hätte aber tatsächlich gerne einen Amarok. Gibt es einen Amarok schon für zum Rumfahren hier? Naturland, okay. Hühnerstall. Das ist mal interessant. Hier ist ein Hühnerstall. Was ist hier drin? So eine Zucht oder was? Hä? Kälber oder so? Kann man hier aufmachen? Achso, na danke. Was ist denn da los? Gehst du nicht auf? Gehst du nur auf, wenn ich dich kaufe oder bist du nur Deko? Hier geht es nochmal rum. Ist das vielleicht... Ah, das ist ein Schweinestall, hä? Yeah, baby! Bah! Wusch! Aber die Brille schwebt in der Luft. Ja gut, ist immer gut, wenn man genug Abstand hat zu dem Plumpsklo, ne? Wenn's da also mal, ne? Das spritzt bis in den Nacken. Bäh, pfui Teufel. So. Das ist ein Gülleiser, ähnlich das wie bei mir im Hof. Hier ist irgendwie Abstellfläche. Was ist das? Oh, also
Also wer das installiert hat, ne, der hat es auch nicht drauf. Vor allem Gips in der Holzverschalung. Eieieiei. So, wie geht's weiter? Hier haben wir eine Halle. Da ist eine Werkstatt drin. Jetzt mal dumm gefragt, gehört es uns automatisch mit? Ne, Quatsch, wir haben ja auch eine Werkstatt, ne? Presstag. Da ist eine Fendt drin. Haben wir doch gar nicht, ja. Menschenskinder. Freischneider, Kette sehe ich. Guck mal, da ist schon eine Kette, sehe ich, du. Zapfwelle, sehr schön. Also können wir uns bedienen, weil der ist hier anscheinend ausgezogen, ne? Hier ist auch mal so ein Ecken, ne? Ja, das ist wahrscheinlich nur Deko. Hier ist nirgendwo. Hä? Aber hier wollen wir, da gehen Rohre da rein. Weil das ist nur tatsächlich die. Das Füttern von den Kühen. Geht auch nichts auf. Toll. Hier auch nicht. Es geht auf. Aber das ist nichts. Das sind Schweine, oder? So eine Zuchtanlage für Schweine tatsächlich. Das ist ein Schweinehof. Verflixt. Hier noch eine schöne Leimbinderhalle. Auch leer, logischerweise. Ne? Ja. Ja, also, nee, das muss man dann nicht haben. Ich habe nur gedacht, wenn vielleicht hier ein Hofsilo gewesen wäre, dann hätten wir das auch mit übernehmen können. Aber gut, so ist es halt. Da ist ein Hochdruckreiniger. Nee, er geht noch vom Schmutzlevel. Alles okay. Gut, also nichts für uns. Hätte ja sein können. Gibt's hier auf der Ellebach generell irgendeinen Hof, der ein Hofsilo hat? Geh nur aus den Füßen, Mensch. Laufen wir so schnell, Herr Männel. Ich habe jetzt momentan nicht echt wirklich einen Schimmer, was wir jetzt noch machen könnten. Ich weiß, es ist nicht gerade beispielhaft, was ich gerade gesagt habe, aber ich weiß es echt nicht. Ja, weil wir können gerne mal jetzt zusammen auf die Übersichtskarte gucken. Es ist eigentlich feldertechnisch alles in Ordnung. Die Lagerballen würde ich gerne zu Geld machen, aber die brauche ich für die Tiere, für die Kühe. Die brauchen wir für die Kühe. Apropos Kühe, wir gucken gerade nochmal. So, es ist alles mindestens einmal gedüngt, das ist schön. So. Es ist angepflanzt, es wird noch nicht angezeigt, ob irgendwie am Wachstum ist es nur angepflanzt. Hier wird es ist Wachstum, alles andere. Wird wohl bis ins Frühjahr dauern, bis es umswitcht. So, die Tiere, die Kühe, die haben eigentlich alles, ne? Die haben alles, die sind wunschlos glücklich. Sauberkeit haben sie keine. Aber ansonsten passt es eigentlich ganz gut. Ui, pfui Deibel, haben wir Kohle, Schulde. Null Lagerbestände, ja? Ich könnte hier so schöne Sachen verkaufen. Hier, was ist denn das nochmal? Baumwolle? Nee, Quatsch. Das ist Raps, Sonnenblume, Sojabohnen. Ja, man ist es so gewohnt, ne? Die neue Symbole auf der anderen Seite. Gibt's richtig Geld, aber wir haben sowas noch nicht erst im nächsten Jahr. Was macht man jetzt? Was macht man jetzt? Man speichert einfach ab. Es gibt da auch nichts. Also, das ist alles okay. Die hängen ja da oben, das kann alles so bleiben. Und das Gras ist abgeerntet, immer noch. Das wird auch dieses Jahr nicht mehr wachsen. Ich hätte Idee, ne? Ich hätte Idee. Ich spule mal mindestens ein oder zwei Tage vor, offline. Dann schauen wir, was die Tiere brauchen. Dann schauen wir, was die... ob Schnee liegt und so weiter und so fort. Dann haben wir wieder Arbeit. Klar, ich kann jetzt auch eine Fast geben. Habe hier die Möglichkeit. Da hinten hängt nämlich... steht unser Anderson Holz Auflade Dingens, aber den werde ich tatsächlich verkaufen. Genau, das war das Zeichen, weil das verkaufen will, das gewährt. Nee, das verkaufe ich ganz einfach, weil ja die kurze Stimme und mit der Hand auflade, nee, wirklich nicht.
Hier mit dem, okay, das ging noch, aber nee, da passt ja nichts drauf. Den werden wir verkaufen das nächste Mal. Gut, okay, dann war's das von der Ellerbach. Schaut euch mal den Himmel an, ist nicht prächtig. Ich bedanke mich für euch, dass ihr schön zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben nicht vergessen oder ein Abo, würde mich sehr, sehr freuen. Der Standardspruch natürlich immer wieder. Und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Ich wünsche euch einen schönen Dienstag. Macht's gut. Tschüssi.